So, jetzt haben wir getankt. Und jetzt fahren wir weiter. Sagt mal ehrlich bitte. Schreibt mal bitte unten in die Kommentare. Sieht das cool aus noch? Oder sieht das unmöglich aus? Ich finde, das sieht noch ganz cool aus. Ich finde, das geht voll klar. Ja, also wenn man sehr beweglich und dehnbar ist, kann man halt auch den hier machen. Das schaffe ich halt nicht. Ich muss halt den hier machen, ne? Ja, ist halt so. So, voll getankt. Jetzt kann die Reise weitergehen. Wisst ihr, was ich mich oft gefragt habe? Das hat jetzt nichts mit dem Tankrucksack zu tun, aber warum hat man dieses Gebäude mit diesen Hängesäulen gebaut? Und gerade ist mir klar geworden, warum. Weil die innen keine Säulen haben wollen, im Innenraum keine Säulen. Das heißt, die haben die komplette Fläche zur freien Verfügung. Die ganze Decke wird von außen gestützt. Eigentlich schlau. Weil um so ein Lagerhaus zu stützen, bräuchte man innen ganz viele Säulen. Kennt ihr doch diese Säulen, Bürosäulen oder halt allgemein Säulen. Und also wenn ich so eine Fabrik oder so bauen würde, dann würde ich es vermutlich genauso machen. Das ist mega geil. Dadurch hat man halt nicht nur mehr Platz, es geht nicht nur um den Platz, es geht halt auch um die Flächennutzung. Wenn du zum Beispiel eine Maschine hinbauen willst, aber du kommst da nicht hin, weil eine Säule dann daneben steht, das kann die ganze Raumplanung zerstören quasi, sage ich mal so vorsichtig ausgedrückt. Also das ist schon echt schlau. Und hier bauen die gerade ein neues Gebäude, das ist Saint-Gobain, glaube ich. Und hier machen die das genauso. Das ist echt schlau. Vermutlich ist es aber natürlich auch teurer, ne? Es ist quasi wie eine Hängebrücke, das System. Da hast du auch nicht diese Träger, die die Brücke halten, sondern hast du halt diese... Ja, wollte ich einfach mal sagen, ist mir gerade so aufgefallen, vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Eieiei, jetzt in den letzten zwei Tagen habe ich ganz schön viel Polizeikontrollen mitbekommen. Gestern zum Beispiel bin ich gefahren, ist einer über Rot gefahren. Ich bin über Gelb gefahren, darf man ja noch, ganz knapp. Aber klar, hätte ich gesehen, dass die Polizei hinter mir ist, dann hätte ich natürlich noch gewartet, ne? Aber hinter mir, der ist dann über Rot gefahren und der wurde dann angehalten. Und dann hat er halt die Sirene angemacht, dann dachte ich so, scheiße, meint er mich? Naja, aber dann meint er zum Glück den anderen. Deswegen, das ist halt aber immer wieder so eine Ermahnung, dass man wirklich im Straßenverkehr aufpassen muss. Und sich an die Regeln halten muss, an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Also ich gucke immer grundsätzlich, dass ich mich daran halte. Aber es gibt immer wieder Situationen, wo man halt vielleicht ganz kurz abgelenkt ist und dann vielleicht ein paar km/h zu schnell, ne? Oder man weiß gar nicht, ob jetzt gerade 120 km/h Begrenzung ist. Deswegen, man muss schon, wenn man am Straßenverkehr teilnimmt, konzentriert und aufmerksam sein. Es ist einfach so. Und es gibt halt auch keine Entschuldigung. Es ist halt nicht nur wegen dem Führerschein. Es ist halt auch einfach wegen der Sicherheit, ne? Ich sehe so viele Motorradfahrer, ne? Wenn ich irgendwie Polizist oder so wäre und die Möglichkeit hätte, ich würde den sofort den Führerschein abnehmen. Es gibt so viele verrückte Motorradfahrer, aber auch Autofahrer, allgemein einfach. Wo ich mir da denke, boah, das ist ganz schön gefährlich. Naja, ich hoffe, dass dieses Video viele erreicht.
Weil es ist halt so, dass viele denken, man kann halt nur Spaß haben, wenn man schnell fährt, wenn man zügig vorankommt, ne, und solche Sachen. Aber das stimmt nicht. Man kann auch Spaß haben, wenn man sich an die Regeln hält. Und wenn man schneller fahren will, es gibt in Deutschland Straßen dafür. Dann fährt man dorthin, wo man ein bisschen schneller fahren kann. Weil ich bin zum Beispiel so ein Typ, ich bin nicht so der Schnellfahrer, ja. Ich bin nicht so der Schnellfahrer und aber ich mag es auch ab und zu mal, den Gashahn aufzudrehen, ne? So Autobahn ohne Geschwindigkeitsbegrenzung und einfach mal voll aufdrehen, ne? Und dann bis an die 200 km/h. Und dann habe ich aber auch genug.